Was wäre, wenn? Was würdest du gerade tun, wenn du genug Geld hättest? Wolltest du vielleicht schon lange etwas umsetzen, dir was Tolles kaufen, einen Traum verwirklichen, aber es fehlt einfach das nötige Kleingeld dazu? Das muss nicht so bleiben. Seit kurzem kann nämlich jeder für seine privaten Projekte, Vorhaben, Wünsche oder Träume Geldspenden bekommen. Wir zeigen dir hier in den nächsten Minuten, wie das geht, und zwar mit WeShare Crowdfunding. Denn das ist die moderne Art der Geldbeschaffung. Crowdfunding im Allgemeinen ist die Finanzierung von Projekten und Unternehmen, wobei viele kleine Geldbeträge durch eine sehr große Anzahl von Menschen wie aus einem Schwarm zusammenkommen. Schauen wir uns zunächst kurz an, welche Arten von Crowdfunding es gibt. Man unterscheidet prinzipiell vier Grundtypen. Als erstes die Beteiligungsbasis, auch Crowdinvesting genannt. Wer für ein Projekt Geld gibt, ist später am Erfolg oder an der Firma beteiligt. Bei der Leihbasis gibt der Investor ein Darlehen und erhält seinen Einsatz nach erfolgreicher Umsetzung des Projekts mit einem Zinsgewinn zurück. Im dritten Fall erhält der Geldgeber eine Belohnung, zum Beispiel in Form von Sachleistungen, bei Filmproduktionen, etwa in Kinokarten oder kostenlosen Merchandising-Produkten. Und dann gibt es als viertes noch die reine Spendenbasis ohne Gegenleistung. Hierbei steht die Wohltätigkeit im Vordergrund und es gibt meist keine direkte Gegenleistung für eine Spende. Die herkömmlichen Crowdfunding-Arten sind in der Regel gedacht für den Business-Sektor oder ähnlich große Projekte aus dem Kultur-, Sport- oder Sozialbereich. Wie gerade erwähnt, müssen Geldgeber hier immer irgendwie entschädigt werden. Zusätzlich müssen meist auch Fristen für die Geldbeschaffung eingehalten werden. Wenn diese verstreichen, kommt das Projekt nicht zustande und bereits gezahlte Gelder müssen oft wieder zurückgezahlt werden. Man braucht Businesspläne oder hat sich mit Genehmigungen auseinanderzusetzen oder mit juristischen Konstruktionen. Trotzdem ist Crowdfunding ein riesiger Markt. Mehr als 1 Million Projekte weltweit wurden bereits über diese Finanzierungsart erfolgreich umgesetzt. Und der Markt wächst rasant, wie man in dieser Statistik sieht. 2010 waren es schon knapp 1 Milliarde Dollar, 2011 rund 1,5 und 2012 bereits 2,7 Milliarden Dollar. Tendenz weiter steigend. Das Prinzip der Schwarmfinanzierung gibt es eigentlich schon seit 1885. Damals wurde so Geld gesammelt für den Sockel der Freiheitsstatue. Und das gilt weltweit als erstes Crowdfunding-Projekt. Die erste Crowdfunding-Aktion, die in Deutschland von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, war 2011 Stromberg der Film. Damit die Finanzierung der Produktion gelingen konnte, haben Fans über das Internet in knapp einer Woche 1 Million Euro gespendet. Barack Obama hat mit Crowdfunding sogar politische Geschichte geschrieben und dieser Möglichkeit zu noch mehr Bekanntheit verholfen. Er hat seine Wahlkämpfer auf diese Art finanziert. 2008 sammelte er damit rund 770 Millionen Dollar ein und 2012 bei seiner Wiederwahl sogar über 1 Milliarde Dollar. Und das überwiegend mit Kleinspenden von 80 bis 100 Dollar und online über Internet oder mobile Apps. Aktuell gibt es im Internet über 500 Crowdfunding-Plattformen im Business-Bereich, wie etwa Startnext oder Kickstarter. Bei diesen herkömmlichen Plattformen werden die Spenden auf einem Konto zunächst gesammelt und geblockt. Warum? Weil eine Projektfinanzierung in der Regel zeitgebunden ist. Bei Nichterreichen der benötigten Zielsumme für ein Projekt muss das Geld nämlich zurück an die Spender bezahlt werden. Tausende Produkte und Ideen wurden schon mit Crowdfunding finanziert, auch coole und bekannte, wie etwa die Smartwatch von Pebble. Es muss im Übrigen nicht zwingend ein profitorientiertes Business sein, das mit Crowdfunding finanziert wird. Auch soziale Projekte und Einrichtungen, Stiftungen etc. sind möglich. Crowdfunding ist die moderne Art der Geldbeschaffung. Auch Banken sehen Crowdfunding als erweiterte Dienstleistung für die Kunden, aber auch als Konkurrenz. Und aus diesem Grund haben die Banken die Antwort darauf gegeben und machen es selber. Sie können so ihr Geschäftsfeld erweitern und neue Kundenkreise erschließen. Sogar die regionalen Volksbanken bieten diese Art der Finanzierung bereits an. Aber was hilft das alles dir für deine privaten Wünsche und Träume? Richtig, gar nichts. Und genau hier liefert WeShare Crowdfunding die Lösung und den Unterschied. Denn WeShare Crowdfunding ist die weltweit einzige Plattform, die persönliche Projekte mit Hilfe von privaten Spenden fördert. Spenden gehen zu 100% an die einzelnen Projekte, also auch in dein Projekt. Du erhältst die sogenannte Erstspende zu 100% und das ist hier völlig unabhängig von Zeit und Kapital. Der eine hat einen Bedarf von 10.000 bis 50.000 oder 100.000 Euro oder Dollar, der andere vielleicht sogar bis in Millionenhöhe.
Völlig egal, ob und wann das Ziel erreicht wird, das gespendete Geld steht sofort zur Verfügung und muss niemals und unter keinen Umständen zurückgezahlt werden. Hier die wichtigsten Vorteile von WeShare Crowdfunding kurz im Überblick. Es sind rein private Spenden ohne Rückzahlung, somit gibt es auch keine Zinsen. Es gibt keine Beteiligung von Banken und somit auch keine Bonitätsprüfung. Ein Businessplan oder ähnliches ist nicht erforderlich und es muss nichts genehmigt werden. Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel alles mit WeShare Crowdfunding Wirklichkeit werden kann. Jeder hat ja einen oder auch mehrere Träume und Wünsche und ja, zum Beispiel ganz naheliegende und bodenständige zunächst. Auto, Möbel, ein Haus kaufen, sanieren oder renovieren, vielleicht auch Kindergärten oder Vereine unterstützen, Geld für Tiere und Umweltschutz sammeln, die Ausbildung der Kinder, Umschulung, Hochzeit, alles das kostet Geld und will finanziert werden oder man will ein Projekt entwickeln oder braucht Startkapital für eine Selbstständigkeit oder auch für eine medizinische Behandlung und vieles mehr. Oder doch auch etwas größer. Was würde man etwa machen, wenn man den Lotto-Jackpot geknackt hat? Luxusauto, eine Motorjacht, eine Traumvilla, mal ein Jahr auf Weltreise oder vielleicht sogar eine eigene Insel? Und die Projekte sind in deinem Account bei WeShare Crowdfunding sehr einfach und problemlos einzurichten. Wie funktioniert jetzt WeShare Crowdfunding ganz genau und was musst du tun, um Spenden für deinen Traum zu bekommen? Schauen wir uns an. Nun, du musst einen Schwarm erzeugen, der mit vielen kleinen Spenden dein großes Ziel wahr werden lässt. Aber keine Angst, du musst nicht selbst hunderte oder gar tausende Menschen suchen, die das tun. Dafür gibt es das einzigartige System von WeShare Crowdfunding. Das Grundprinzip basiert auf dem Mechanismus von Geben und Nehmen. Nur wer gibt, kann auch bekommen. Du hast drei Möglichkeiten, mit WeShare Crowdfunding zu starten. Du kannst dich kostenlos registrieren und zunächst nichts spenden. Oder du startest mit einer kleinen einmaligen Spende von $50 und als drittes kannst du nach deiner Anmeldung $200 spenden. Wo ist der Unterschied? Im ersten Fall bist du zwar angemeldet, aber da du selbst ja noch nichts gespendet hast, verzichtest du am Anfang auf einen Großteil möglicher Spenden und musst warten, bis über von dir geworbene Mitglieder Geld eingeht, womit dann auch dein Projekt aktiviert werden kann. Mit einer Spende von $50 ist das System für dich schon mal gestartet, aber auch hier dauert es etwas länger, damit der Zuteilungsschlüssel, den du gleich siehst, optimal für dich funktioniert. Der schnellste und beste Weg zum Ziel ist die Registrierung mit einer einmaligen Spende von $200. Da dies weltweit die mit Abstand am meisten genutzte Variante ist, erklären wir hier das System auch mit diesem Beispiel. Also, so funktioniert's. Du spendest ein einziges Mal aus eigener Tasche nur $200 in das System. Und zwar mit Kreditkarte, damit dieses Geld sofort in derselben Sekunde an das Projekt des Menschen weitergegeben werden kann, der dich als Spender empfohlen hat. Wir zeigen dir gleich, wie es damit weitergeht. Danach kannst du die Seite für dein eigenes Projekt einrichten und jetzt ist deine einzige Aufgabe, lediglich zwei Personen für WeShare Crowdfunding zu empfehlen, die ebenfalls das System zur Erfüllung ihrer Wünsche nutzen und $200 spenden wollen. Das war's. Und schon beginnt die Macht des Teilens. Schauen wir uns einmal hier den Weg des Geldes an. Was passiert mit deiner Spende von $200? Hier liegt der einzigartige Unterschied zu herkömmlichen Plattformen. Das System ist vergleichbar mit einem Haus mit 7 Etagen oder englisch Floors und jede Etage hat 3 Steps, also Treppenstufen. Die sind markiert mit Geldbeträgen von $10,000 bis $6,400. Das sind echte Spendenbeträge, die den Projekten im System zufließen. Nehmen wir mal an, du startest mit WeShare Crowdfunding und ich bin deine erste Empfehlung. Die $200, die dein Spendenkonto also von mir bekommt, werden sofort weitergespendet in eine einmalige Accelerator-Gebühr von $40 und 3 Teilbeträge für die Steps von Floor 1. Um mit der Zeit immer mehr und immer größere Einzelspenden zu bekommen, ist das Ziel, irgendwann den 3. Step im 7. Floor zu erreichen. Das geschieht sicher nicht in ein paar Tagen, sondern Schritt für Schritt. Wenn ich die einzelnen Beträge, die meinem Projekt als Spenden zugeteilt werden, zu Beginn nicht gleich wieder entnehme, sondern wiederum in das System spende. Die Beträge auf den jeweiligen Steps, die du hier siehst, sind also die Beträge, die ich aus meinem Projektguthaben wieder spende, um den nächsten Step zu erreichen. Zur Erinnerung, nur wer Spenden gibt, kann auch welche bekommen und wer mehr gibt, bekommt auch mehr. Diese gespendeten Beträge wiederum werden in 3 Teilbeträge zu einmal 50% und zweimal je 25% zerlegt und jeweils einem Projekt zugeteilt.
Jeder Betrag pro Step, der gespendet wird, kommt also nach einem perfekten Schlüssel drei verschiedenen Projekten zugute. Kleines Beispiel dazu. Nehmen wir an, ich stehe aktuell in Floor 3 auf Step 1, habe also zuletzt aus meinem Guthaben 40 Dollar gespendet und warte auf den nächsten Spendeneingang durch das System. Wenn mein Spendenguthaben jetzt wieder 200 Dollar erreicht, bespende ich damit Step 2 im dritten Floor. Und von diesen 200 Dollar bekommt ein Projekt 100 Dollar, 50%, und zwei weitere je 50 Dollar, 25%. Und genauso kommen umgekehrt auch Spenden von anderen Teilnehmern in dein Projekt. Das sind keine fiktiven Zahlen oder virtuellen Gelder, sondern reelle Dollars, die du als Spenden auch wirklich bekommst. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und zwar je nachdem, auf welchem Step, in welchem Floor du dich gerade befindest. Und so entsteht auch der anfangs erwähnte Schwarm, der stetig wächst und deinem Projekt Spenden zuführt. Je höher du hinaufkommst, desto größer wird unten dieser Schwarm. Das heißt also, durch die Zunahme der Projekte und Spender wird automatisch auch dein Projekt regelmäßig bespendet. Um erhaltenes Spendengeld für dein Projekt auch auszahlen zu lassen, musst du jetzt aber nicht warten, bis du ganz oben im siebten Floor angekommen bist oder die Gesamtsumme für dein Projekt erreicht ist. Nein, egal auf welchem Step du gerade stehst, kannst du dir Guthaben auch ganz oder teilweise auszahlen lassen, bevor damit der nächste Step bespendet wird. Alle Details dazu siehst du ganz genau in deinem Backoffice, nachdem du gestartet bist und deine Spende gebucht wurde. Normalerweise hast du jetzt alle wichtigen Details von WeShare Crowdfunding gesehen, um für dich zu entscheiden, ob das ein Weg ist, deine Wünsche und Träume zu verwirklichen. Was musst du nur dafür tun? Ja, dich gleich anschließend anmelden, 200 Dollar spenden und diese Information an Freunde und Bekannte weitergeben, denen du es gönnst, dass auch sie ihre Träume durch Spenden verwirklichen können. Und wenn nur zwei von ihnen diese einmalige Möglichkeit nutzen, hast du schon alle Bedingungen erfüllt und dein Spendenkonto wird sich füllen. Was musst du dafür nicht tun? Du musst keine Produkte kaufen oder verkaufen, keinen Bedarf wecken, niemanden für Nebenjobs im Network oder ähnliches anwerben, kein Abo oder Autoship jeden Monat bezahlen, nirgends täglich Banner klicken oder Werbung anschauen, auch keine Werbemails lesen oder ähnliches. Es gibt keine Folgekosten, keine Laufzeitverträge, keinerlei laufenden Verpflichtungen und so weiter. Alles das gibt es nicht. Nur registrieren, 200 Dollar spenden, zwei Empfehlungen. Das war's. Zwei erfolgreiche Empfehlungen für WeShare Crowdfunding im persönlichen Umfeld zu finden, zumal ohne jeglichen zeitlichen Druck, das dürfte wohl für niemanden schwer sein, wenn er nur will. Aber es gibt natürlich auch viele, die gerne mehr tun, um schneller das erforderliche Geld für das eigene Projekt, den eigenen Traum, zu bekommen. Und zu diesem Zweck hat unser Team ein spezielles Werbesystem entwickelt, das du gerade ja selbst durchläufst. Ein sogenanntes automatisiertes Trichter- oder auch Funnel-System mit mehreren Stufen der Akquise und Information von Landingpage über E-Mail-Follow-up und Videos bis zum erfolgreichen Abschluss. Das bedeutet, deine Interessenten erhalten alle Informationen automatisiert durch das System und können sich am Ende dank der Videoanleitungen auch alleine registrieren. Dazu bekommst du auch selbstverständlich deinen eigenen Werbelink. Auf den ersten Blick sehen das Funnelsystem und das Spendenverteilungssystem vielleicht sehr komplex oder etwas kompliziert aus. Aber bedenke, dass du zum Autofahren auch nicht wissen musst, wie ein Motor zusammengebaut wird und wie das Getriebe funktioniert. Du musst nur den Motor starten können, tanken und fahren. Mit unserem Funnel Booster musst du nur deinen Werbelink weitergeben und kannst dich dann mit automatisch vorinformierten oder registrierten Membern unterhalten. So ist es leicht, permanent neue Mitglieder für WeShare Crowdfunding zu werben. Alle Details dazu bekommst du nach deiner Registrierung und Spende. Fakt ist, dass WeShare Crowdfunding nachweislich funktioniert. Völlig legal und seriös. Natürlich nicht über Nacht, aber mit mehr oder weniger Zeit für jeden. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, du hast ernsthaftes Interesse, aber noch offene Fragen. Dann klicke hier auf der Seite unten auf den entsprechenden Button und wir rufen dich gerne zurück und besprechen alles. Die zweite Möglichkeit, du willst sofort starten und keine Zeit verlieren, du hast eine Kreditkarte bereit für deine Spende, dann nimm dir 10 Minuten für die Registrierung und hierfür findest du unten auf der Seite einen Link zur Registrierungsanleitung als Video und einen zum PDF. Schau dir einfach das Video an, das dir zeigt, wie einfach das geht und wenn das nicht ausreicht, dann hast du noch das PDF zum Download oder Ausdrucken. Anschließend registriere dich bei WeShare Crowdfunding und spende
Wir freuen uns auf deine Anmeldung bei WeShare Crowdfunding und wünschen dir schon jetzt viel, viel Spaß in unserem Team. Starte jetzt und verwirkliche deinen Traum.